Vorhang auf für die Spielvereinigung Unterhaching zu einem Training bei echtem Sauwetter. Und obwohl es wie aus Eimern schüttet, zeigen sich die Hachinger als harte Fußballkerle, ohne Rücksicht auf Style und Frisur. Ja, ist halb so wild. Also, man muss mal das Fußball hinnehmen, wie es kommt. Deswegen, das ist schon okay so. Die gute Stimmung in Unterhaching kann nicht einmal der Regen verwässern. Kein Wunder, steht die Mannschaft doch nach 4 Siegen in Serie an der Spitze der Regionalliga Bayern. Für die Neuzugänge Dominik Stahl und Stefan Hein, die vom TSV 1860 zu den Hachingern wechselten, eine ungewohnte, aber willkommene Situation. Überraschend nicht, würde ich sagen. Ist natürlich eine optimale Punktausbeute. Ich denke, das kann man nie planen. Aber wir haben schon noch genügend Arbeit vor uns und die Saison ist noch jung. Als einziges Team ist die Spielvereinigung noch ohne Punktverlust in der Liga. Am kommenden Wochenende haben sie spielfrei und werden dennoch den ersten Tabellenplatz behalten. Da macht schon mal das Wort Aufstieg die Runde. Ich finde, die Tabelle hat jetzt noch nicht so viel Aussagekraft, deswegen schauen wir gar nicht so genau drauf. Klar, ist schön, wenn man auf 4 Spieltagen oben steht, aber am liebsten wäre es mir dann schon, wenn wir zum Schluss dann ganz oben stehen würden. Am Dienstag, den 9. August, bestreiten die Unterhachinger die erste Runde im bayerischen Toto-Pokal gegen den SV Schwabeck. Für den Club aus der Vorstadt ein enorm wichtiger Wettbewerb, um sich für den finanziell lukrativen DFB-Pokal zu qualifizieren. Ja, ist natürlich anders, aber nichtsdestotrotz muss man es ja bestreiten, um dann hoffentlich dann sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Deswegen werden wir das auch ernst angehen. Doch egal ob Toto-Pokal oder Regionalliga Bayern, alle Begegnungen, die die Hachinger in diesen Wettbewerben austragen, haben Derby-Charakter. Ja, das stimmt. Es sind kurze Wege. Wie gesagt, viele interessante Spiele, auch gegen Vereine aus der Nachbarschaft. Und deswegen hat das schon seinen Reiz, absolut. Im Moment ist die Spielvereinigung Unterhaching die erfolgreichste Regionalligamannschaft Deutschlands. Saisonübergreifend sind sie seit 8 Pflichtspielen unbesiegt und brauchen sich wahrlich nicht zu verstecken.